Eigentlich geht es in meinem Referat um freie Grafikprogramme. Frei, Libre oder Open Source Software ist identisch. Die Begriffe, die betonen einfach jeweils eine andere Seite desselben Prinzips. Es geht darum, dass die Programme frei verfügbar sind, dass man sie herunterladen kann, dass interessierte Schüler auch in den Hintergrund blicken können, sich mit der Funktionsweise dieser Programme auseinandersetzen können. Und ich glaube, die neugierigen Schüler, die sollte man darin unterstützen. Jetzt freie Grafikprogramme. Ich habe den Titel übernommen, weil, glaube ich, die meisten das darunter verstehen, was ich auch thematisieren möchte. Es geht um digitale Bilder, um die Kombination von Bild und Text im weitesten Sinn. Im Unterricht gibt es da die zwei Seiten. Es gibt die Lehrerinnenseite und die Schülerinnenseite, auf denen mit Software gearbeitet, mit computergestützten Werkzeugen gearbeitet wird. Auf der Lehrer- und Lehrerinnenseite sind es vor allem die Unterrichtsmaterialien, die erstellt werden. Da kommt vielleicht die Kombination von Bild und Text mehr zum Einsatz. Und mit Schülerinnen werden bildnerische Untersuchungen angestellt oder überhaupt die Grundlagen der digitalen Bildbearbeitung erarbeitet. Jetzt die digitale Bildbearbeitung oder die Arbeit mit Raster-Pixelgrafiken ist wahrscheinlich der Bereich, mit dem die meisten von Ihnen auch schon im Unterricht zu tun hatten oder mindestens mit eigenen Bildern. Wenn es darum geht, Fotos nachzubearbeiten, Bildmanipulation zu betreiben, vielleicht auch im Sinne einer kritischen Mediennutzung, um den Wahrheitsgehalt der Bilder, die man im Netz findet, zu hinterfragen, wird an Schülerprojekten, werden Bildmontagen gemacht. Die kommerziellen Programme haben da den Namen Photoshoppen geprägt. Ich habe diesen Begriff habe ich auch in ganz offiziellen Ausschreibungen von Kunsthochschulen mit Angeboten an Jugendliche gefunden. Jugendliche sagen häufig auch, reden auch von Photoshoppen. Es gibt ein freies Programm, mit dem kann man genauso gut Photoshoppen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmals, was schon oft erwähnt worden ist, betonen, dass ich es wichtig finde, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, womit sie es zu tun haben, mit was sie arbeiten und vielleicht auch die richtigen Fachbegriffe verwenden, statt von Kleenex und Coca-Cola zu reden, wenn Sie ein zuckerhaltiges Süßgetränk meinen. Und im Fall von Photoshoppen kann man das auch so ausdrücken, dass es darum geht, was man eigentlich macht. Jetzt GIMP ist das leistungsstärkste Programm überhaupt. Also es hält auch den Vergleich mit dem bekannteren Programm sehr gut stand. Auf der Ebene der Funktionalität kann man wirklich alles, was man mit Photoshop machen kann, auch mit GIMP machen. Ich habe noch keine Funktion entdeckt, die nicht gehen würde, die man nicht mit einem Plugin oder Zusatz holen könnte. Es gibt allerdings einige Einschränkungen bei der Art der Bilder, zum Beispiel SMIC-Bilder oder die Farbtiefe ist noch ein Thema, das aber in weiteren Versionen vorgesehen ist und dazu kommt. Jetzt mit GIMP kann man sehr viel machen. Einerseits ganz rudimentäre Bildbearbeitung wie Bildausschnitt verändern oder Tonwerte anpassen. Man kann aber auch Bilder kombinieren mit Ebenenmasken. So sieht GIMP aus für diejenigen, die das noch nie geöffnet haben. Das ist übrigens auch GIMP. GIMP kann sehr unterschiedlich aussehen. Wenn es einem wichtig ist, dass GIMP aussieht wie bekanntere Schwestern und Brüder dieses Programms, kann man das durchaus einstellen. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass es, sobald man sich darauf konzentriert, was man mit diesem Programm machen möchte, wirklich nicht wichtig ist, dass es ähnlich aussieht wie ein bekannteres Programm. Das ist übrigens ein Merkmal vieler freier Programme, dass man sehr viel anpassen kann, auch betreffend des Erscheinungsbildes. Man könnte bei GIMP sogar Projekte starten, wo man die Icons, die Knöpfe, mit denen man Werkzeuge auswählt, selber gestaltet und so diese Bildsprache hinterfragt. Diese Möglichkeiten hat man schnell. So sieht GIMP aus, wenn Sie es installieren und zum ersten Mal starten.
GIMP ist für eine sehr flexible Arbeit, vielleicht auch an verschiedenen Bildschirmen mit vielen verschiedenen Bildern ausgerichtet. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Klick zum Einzelfenstermodus vielen Einsteigern hilft, sich zurechtzufinden. Also es ist ein ganz kleines, wenn Sie mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, stellen Sie in den Einzelfenstermodus um, dann fliegen keine Fenster herum und die Schüler wissen eigentlich sehr schnell, wo sie was finden. Auch ein Thema bei vielen freien Programmen, es gibt sehr viele Lernmaterialien. Die meisten freien Programme sind äußerst gut dokumentiert, und zwar so dokumentiert, dass man die Anleitungen auch versteht. Das ist ein Ausschnitt aus der Online-Hilfe von GIMP. Mit Ctrl+F findet man wirklich alles, was man sucht, Voraussetzungen. Und das wäre jetzt die Arbeit im Unterricht, die man leisten muss, ist die Kenntnis der Fachbegriffe. Also ich muss wissen, wie man einen bestimmten Vorgang sagt, damit ich suchen kann. In den Suchmaschinen wird man leichter fündig, da kann man auch mit einfach einer ganz gewöhnlichen Frage plus dem Zusatz GIMP findet man meistens Links auf die zahlreichen Foren, wo man häufig innerhalb von wenigen Stunden sehr kompetente Antworten bekommt auf Fragen. Meistens nicht nur eine, vielleicht hat es auch ein paar falsche dabei, aber man findet sehr schnell Hilfe und kann sich da die Hilfe holen. Das zusammengefasst, GIF-Animationen kann man mit GIMP zum Beispiel auch machen. Ich erwähne jetzt nicht jede Funktion. Wie schon gesagt, was Sie nicht finden an Funktionalität, lässt sich allenfalls über Plugins nachinstallieren oder ein Blick in die Roadmap, also in die Planung der nächsten Schritte, zeigt häufig auf, was da noch kommen wird. Ich möchte GIMP nicht schönreden, aber ich denke, für den Einsatz an der Schule, wenn es darum geht, zu begreifen, was macht jetzt Rastergrafiken aus, ist GIMP bestens geeignet. In der Zusammenarbeit mit Firmen, mit Druckereien, gibt es dann einige Dinge, die man speziell anschauen muss, aber das betrifft Schulen in den meisten Fällen eigentlich nicht. Es gibt noch ein weiteres, großes, jüngeres Rastergrafik-pixelorientiertes Programm. Das nennt sich Krita. Krita kann sehr viele Dinge, die GIMP auch kann. Also man kann auch Bilder zuschneiden, die Tonwerte nachbessern. Es ist gemäß auch den Aussagen der Entwickler aber auf die digitale Malerei ausgerichtet. Also nicht auf die Fotomontagen, auf die Arbeit mit Fotografien, sondern auf das Zeichnen und Malen. Und bei Krita ist es auch spannend, die Künstler-Community, also die nennen sich Digital Artists, die Comiczeichner, die sich um Krita angesammelt hat, anzuschauen. Man sieht das auch schon auf der Website von Krita. Krita zieht ganz andere Leute an als GIMP. GIMP ist wirklich deckt sehr vieles ab. Krita hat sich auf diese digitale Malerei spezialisiert. Damit ich da nicht zu ausführlich werde, möchte ich Sie hier auf ein sehr gutes Tutorial von David Revois, einem französischen Zeichner, verweisen. Der setzt sich sehr stark für freie Software ein und gibt Tutorials raus, die das Wissen über Comics, über Bildergeschichten, über Graphic Novels kombiniert mit Anleitungen, wie man die einzelnen Schritte in Krita umsetzt. Also in diesem Tutorial sieht man schön von der Skizze bis zum fertigen Produkt, was da der Reihe nach passiert, und lernt gleichzeitig auch das Programm Krita kennen. Er verweist dort, wo Krita etwas noch nicht so gut oder nicht darauf spezialisiert, noch nicht so gut kann oder nicht darauf spezialisiert ist, auch auf andere Programme. Das ist die Sprechblasen und Texte, die setzt er dann mit dem Vektorprogramm Inkscape ein. Darauf kommen wir noch später, vielleicht auch hier nochmals die Zusammenfassung. Krita kann übrigens auch Cyan, Magenta, Yellow, also in diesem Druckfarbmodus arbeiten. Krita kann auch RAW-Dateien öffnen, also RAW-Daten von Fotokameras, die das können, für diejenigen unter Ihnen, die gern und viel fotografieren. Also diesbezüglich hat GIMP auch etwas voraus, und auch bezüglich der Dokumentation, Lernmaterialien ist das Ganze noch ein bisschen benutzer
freundlicher und für, insbesondere für Jugendliche sehr attraktiv aufbereitet. Jetzt Vektorgrafik. Ich habe das Programm Inkscape erwähnt. Hier möchte ich einfach noch einen kurzen Exkurs dazu machen, was Vektorgrafik eigentlich ist, weil viele scheitern bei der Anwendung der computergestützten Werkzeuge auch daran, dass sie das falsche Programm für die falsche Tätigkeit verwenden. Oder dass, bei Vektorgrafiken wird das Bild nicht in Pixeln abgespeichert, sondern als Kurven. Die Vektorgrafiken werden mit Kurvenpunkten bearbeitet. Also es gibt verschiedene Punkte, die man in der Position verschieben kann. Und solche Hilfslinien, ich hoffe, Sie sehen es ein bisschen, an denen man ziehen kann und so auch die Segmente dazwischen gebogen oder gerade erstellen kann. Deshalb eignet sich ein Vektorgrafikprogramm, wie das Inkscape ist, sehr gut für flächige Illustrationen, für Logos, für Grafiken, die man in verschiedenen Medien verwenden möchte, zum Beispiel sowohl auf einem Plakat als auch in einer Schülerzeitung, als auch im Netz, können die gleichen Logos, Grafiken in unterschiedlichen Größen ohne Qualitätsverlust dargestellt werden. Die Arbeitsweise ist so anders, dass es auch mit Schülern spannend ist, diesen Vergleich anzustellen. Was kann ich mit Rastergrafiken, mit Pixelbildern machen? Was kann ich mit Vektorbildern bewerkstelligen? Genau, das habe ich noch vergessen. Ich gehe noch ganz kurz zurück. Etwas Besonderes für diejenigen, die sich mit digitalen Bildern vielleicht auch im Informatikunterricht beschäftigen. In Inkscape kann man alle Formen, alle Grafiken sowohl über die Grafik selber bearbeiten, als auch den SVG-Code daneben sehen. SVG ist ein XML-basiertes Format, das für Vektorgrafiken entwickelt wurde. SVG-Grafiken können auch direkt im Browser angezeigt werden. Und das finde ich noch eine spannende Möglichkeit, gerade für technischer interessierte Schülerinnen und Schüler, die gehen da gern auch im Code, nehmen da gern auch in Codebearbeitungen vor und schauen, was in der Grafik passiert. Der letzte Bereich, mit dem haben Lehrerinnen und Lehrer sehr viel zu tun, benutzen aber meistens kein entsprechendes Programm dafür, kein Layout-Programm, sondern erstellen ihre Unterrichtsunterlagen in einem Textverarbeitungsprogramm. Wer aber schon mal ein größeres Dokument mit sehr, sehr vielen Bildern erstellt hat oder versucht hat, irgendein Plakat für eine Schulveranstaltung in einem Textverarbeitungsprogramm zu erstellen, der wird ein Lied davon singen können, wie mühsam es sein kann, die Grafiken genau zu positionieren. Und genau dafür sind Layout- oder Desktop-Publishing-Programme da. Man kann, das ist jetzt einfach ein Sammelsurium von verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, man kann sowohl bezüglich des Layouts die Elemente sehr genau positionieren. Es gibt auch viele verschiedene Möglichkeiten, wie man mit Text und Bild umgehen kann. Inhaltsverzeichnisse können erstellt werden. So sieht es aus, wenn man in Scribus, heißt das entsprechende freie Programm, wenn man in Scribus arbeitet, sieht es ungefähr so aus. Man arbeitet üblicherweise mit Rastern, mit Hilfslinien, um eben diese Layout-Elemente genau platzieren zu können. Auch mikrotypografisch, wem das etwas sagt, bietet Scribus viele Möglichkeiten. Also wenn es darum geht, die einzelnen Textelemente oder das Erscheinungsbild des Textes präzis zu gestalten, erreicht man damit Scribus sehr viel. Texte werden üblicherweise in einem Textverarbeitungsprogramm nach wie vor geschrieben und dann in Scribus in sogenannte Textrahmen eingefüllt, die miteinander verkettet werden können. Und so kann der Text über mehrere Seiten in sehr vielen verschiedenen Gefäßen verteilt werden, ohne dass man sich im Voraus überlegen muss, was kommt jetzt in dieses Blöckchen und was kommt in das nächste. Das offene Dateiformat, auch ein Merkmal von freien Programmen. Scribus speichert die Dateien in einem Format ab, das sich auch in einem Texteditor bearbeiten lässt, für den Fall, dass man eine Datei nicht öffnen kann, etwas schiefgelaufen ist, hätte man hier noch die Möglichkeit einzugreifen.
Die Libre Graphics Community, die möchte ich im Zusammenhang mit allen Programmen erwähnen. Das ist eine Gemeinschaft von Typografen, von Grafikern, von Illustratoren, die es sich auf die Fahne geschrieben haben oder dezidiert entschieden mit freien Programmen arbeiten. Da sind sehr viele sehr spannende Grafiker dabei, die auch von Kunsthochschulstudenten akzeptiert werden, die experimentell arbeiten. Die treffen sich oder haben sich zum Beispiel gerade letzte Woche in Brasilien zu einem Meeting getroffen. Jedes Jahr findet dieses Meeting an einem anderen Ort statt. Und das ist einzigartig für die Wechselwirkung von Nutzern und Entwicklern, die da wirklich an dem arbeiten, dass diese Programme immer mehr spannendere Möglichkeiten bieten. Hier nur ganz kurz ein Hinweis auf eine Masterarbeit eines schwedischen Studenten. Der hat untersucht, wie der Workflow zwischen den einzelnen Grafikprogrammen funktioniert. Dieser funktioniert natürlich nicht so fließend und butterweich wie bei den Programmen einer einzigen Firma. Was Vor- und Nachteile hat, gerade im Unterricht möchte man eigentlich, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, woran sie arbeiten. Man möchte nicht, dass sie irgendein Wohlfühlpaket öffnen und da einen Strich machen, der sieht schmissig aus und dann geht vielleicht das nächste Programm auf und sie wissen überhaupt nicht, womit sie es zu tun haben. Insofern kann man diesen Nachteil, dass der Übergang nicht ganz so fließend ist, auch als Vorteil sehen, aber dieser Nachteil ist ganz klein, weil die Programme offene Formate verwenden und wie er hier in seiner Arbeit aufzeigt, die unter Libre Graphics Production heruntergeladen werden kann, gibt es da sehr schöne und spannende Übergänge. Es gibt noch weitere Programme, die ich jetzt nicht erwähnt habe, zum Beispiel für die Schriftgestaltung, ein Programm namens FontForge oder für das 3D-Modelling Blender. Da habe ich vor 2 oder 3 Jahren eine größere Präsentation hier dazu gehalten. Am Nachmittag gibt es, glaube ich, einen Workshop zu Blender. Also wer mit 3D-Grafiken arbeitet, wird da bei diesen drei nicht fündig. Für alle drei Bereiche, Vektorgrafik, Layout und Rasterbilder, gibt es noch sehr viele kleinere, einfachere Programme, wie zum Beispiel das Pinta, das schon erwähnt wurde. Für den CAD-Bereich, für das Entwickeln von Rohbildern existiert sehr viel. Und zum Abschluss möchte ich gerne auf meine Erfahrungen eingehen. Vielleicht hat es Schulleiter hier oder Lehrpersonen, die versuchen, diese Programme an ihrer Schule zu etablieren. In den meisten Fällen geht es ja darum, dass Lehrerinnen und Lehrer umgeschult werden, weil leider die pädagogischen Hochschulen und die Kunsthochschulen auf die proprietären Programme setzen und sich das so weiter fortpflanzt. Die Lehrpersonen, die Lehrerinnen und Lehrer haben wenig Zeit. Sie möchten möglichst wenig Zeit verlieren in der Anwendung, im Erlernen von neuer Programme. Und das ist wirklich ein großes Thema, das sich nicht an den Primar-, Sekundarschulen oder Gymnasien allein lösen lässt. Da müsste man ein bisschen früher ansetzen. Aber ich glaube, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn mal die Frage nach den funktionalen Aspekten, die man sehr schnell beantworten kann, gelöst ist, also die Programme können in 99% aller Fälle das, was die Lehrerinnen und Lehrer machen möchten, wenn die abgehakt ist, geht es darum, eine Motivation zu finden, sich mit diesen Programmen auseinanderzusetzen. Und wenn man so die Grundsätze von freier Software anschaut, bin ich überzeugt oder habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass alle einverstanden sind, entspricht das auch dem, was viele Lehrerinnen und Lehrer mit ihrem Unterricht möchten. Nämlich Zugänglichkeit, Verfügbarkeit, Chancengleichheit sind da große Themen. Auf der Schülerinnenseite ist es eigentlich unproblematisch, weil für die meisten Schülerinnen und Schüler ist es das erste Programm dieser Art, das sie kennenlernen. Die meisten sind neugierig, sie haben gern ein neues Werkzeug in den Händen. Selbst wenn es dann mal ein anderes ist, schauen sie gern auch ein anderes an. Bei den Lehrpersonen geht es wirklich auch um zeitliche Ressourcen. Und ich glaube, die muss man einberechnen, aber man gewinnt sehr viel. Also auf der Motivationsebene kann ich Ihnen zum Beispiel den Text von Richard Stallman empfehlen, warum Schulen Open Source
oder freie Programme, würde er sagen, nutzen sollten. Es gibt da Vorträge und eben dieses Papier dazu. Ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite.